Hallo lieber Aufrufer, grüß Gott, guten Tag, Servus, Moin und Merhaba, wie man auf Piraten-Bundesparteitagen zur Begrüßung sagt, um dann missverstanden zu werden. Selbstdarstellung, meine Selbstdarstellung hier in Lichtgeschwindigkeit, dazu möchte ich jetzt ganz kurz doch nochmal etwas sagen und zwar auch insbesondere, dass deshalb nicht missverstanden werden soll, wenn ich mich sehr gründlich auf Kommentare und Anfragen schriftlicher Art im Internet gründlich einlasse, dann ist das auch Selbstdarstellung, und aber nicht Selbstüberschätzung, sondern ich sage jedem, der hier von mir jemals eine ernsthafte Antwort bekommen hat, das ist alles so druckreif, dass man es in Gerichtsprozessen verwenden kann. Ich benötige keine Zusicherung auf Diskretion, alleine deshalb, weil das, was ich schreibe und sage, ohnehin keiner besonderen Diskretion bedarf. Das ist nicht privat, das ist auch nicht Selbstausdruck, geschweige denn intim, sondern das ist öffentlich. Hier, Lichtgeschwindigkeit ist öffentlich und deshalb übe ich hier öffentlich. Kinder, liebe Kinder. Ja, das ist nicht die Ost-Sandmännchen-Hymne, sondern komm dein Schwöckchen angeflogen. Hält derweil die Wacht, das ist der Kaiser Wilhelm an der Porta Westfalica. Abend will es wieder werden, alles geht zu. Und die Kinder auf der Erde machen bald die Augen. Also, ich mache Selbstdarstellung, wenn ich die Augen aufmache und anfange zu atmen morgens, während ich die ganze Nacht nicht geatmet habe, geht die Selbstdarstellung schon los. Und wie kann ich das jetzt den anderen zeigen? Indem ich die Augen wieder zumache oder indem ich hier die Kamera drücke? Nein, der Vorgang ist ein anderer. Ich bin in meiner Profession Künstler, Gelehrter. Das heißt, hauptsächlich bin ich mit der Malerei beschäftigt. Ich male, ich sehe und ich betrachte die Malerei anderer Maler und gehe mit Kunst und Ästhetik um. Insofern ist ja auch hier jede Aufnahme unter dem Zeichen zu verstehen, dass ich versuche, eine ungeschnittene, in kürzester Zeit vorbereitete Videoaufnahme zu machen, möglichst wenig Äs und Ös und Durcheinander anzustiften, indem ich von einem Titel, einer Überschrift ausgehe, in der Unterschrift sage, dieses ist jetzt hier der Selbstdarstellungsvorwürfe gewidmet, um dann mit einer kleinen Auffaltung zum Kern der Ansage zu kommen und vielleicht auch noch mit dem, was fehlt und mit einem Zukunftsausblick und einer Grußbotschaft an alle, die das eingeschaltet haben. So, dies alleine braucht jetzt schon wieder 2 Minuten. Also kurz, was bewegt mich? Ich wollte sagen, ich bin Künstlergelehrter und Politiker und Philosoph und vor allen Dingen empirischer Sozialwissenschaftler. Und die empirische Sozialwissenschaft hat sich pflichtgemäß zu widmen dem Sozialen aus dem Sozialen. Dazu gehören die sozialen Szenerien und die sozialen Situationen, denn das Soziale ist immer prozessual. Es ist nicht mit einem Schnitt zu erfassen, es ist nicht mit einer physikalischen Feststellung getan, sondern es ist ein fortlaufender Prozess mit ständigen Wandlungs- und Richtungsänderungs- und Dynamikänderungsoptionen. Also, wenn ich eine empirische Sozialforschung machen will, muss ich systematisch herangehen. Und dazu gehört hinsichtlich der Situation und der Szenerie immer auch das öffentliche Geschehen, die öffentliche Wahrnehmung, die Massenkommunikation, und ein Teil der Massenkommunikation sind dann auch die Erklärungsnormen der Massenkommunikationsinhalte. Viel wichtiger noch allerdings die Verhaltens-
Normen, die durch die Erklärungsnormen symbolisch kommuniziert werden. Das heißt, die Leute reden allerhand, aber was das praktisch in ihrem Verhalten bedeutet, sagt das, was sie reden, überhaupt nicht. Meistens wird getäuscht, getrickst, angedeutet, abgemildert, verstärkt, übertrieben, gelogen, getäuscht, Arsch gekrochen und so weiter. Spielt aber keine Rolle, das ist die Kommunikationsart der Menschen und zwar jeder, so gut er kann und immer auch unter dem Aspekt der Eigennützigkeit, wie auch der Uneigennützigkeit, wie aber auch der Verliebtheit in eine Sache, die so sein soll, egal ob sie ihm nützt oder schadet. Und dieses alles muss man als Soziologe wissen. Deshalb muss ich täglich die kommunizierte Lage kennen. Das tue ich auch täglich. Und daraus dann als Nebenprodukt hier, auch mit Reflexion auf das Geschehen in der Piratenpartei und der gesamten politischen Lage in Deutschland und in Europa, Zeugnis abzulegen mit diesem Video, das ist nicht Selbstdarstellung in erster Linie, sondern das ist vielmehr das, was Jesuiten lernen, wenn sie täglich meditieren, was Yoga-Leute täglich mit ihrer Yoga-Übung machen. Das ist das, was ich täglich mit meiner Medienaufnahme, Nachrichten hören, Kommentare hören, im Internet nachsuchen, im Fernsehen gucken und die Zeitungen quer durchgehen, um dann etwas rauszusuchen und so weiter. Also das ist hier zum Thema Selbstdarstellung. Und nun etwas anderes, dass mich Leute ansprechen im Zusammenhang mit der Piratenpartei, die denken, naja, völlig unfähig ist der Typ ja nicht, man müsste ihm nur sagen, wie er der Piratenpartei nützen soll. Da muss ich sagen, danke liebe Freunde, ihr könnt mich nicht bezahlen. Ich bin auch nicht gekauft und nicht bezahlbar. Ich tue es aus eigenem Willen und aus meiner Freiheit in Abwesenheit von Zwang aus irgendwelchen Richtungen. Allerdings sehr dankbar für geistige Genossenschaft. Also wenn mir jemand seine Standpunkte in Bezug auf das, was für mich hier wichtig erscheint, bringt, am besten noch Neuigkeiten oder auch mich widerlegt oder belehren kann, bin ich ausgesprochen geradezu interessiert daran. Und ich habe wirklich an allen Orten der Welt gelebt und es ist immer so, dass 999 Promille der sozialen Begebenheiten langweilig sind, weil man sich die Ödnis und die Armut der Leute antut und kaum in ein interdependierendes geistiges Spiel kommt, damit auch nicht in ein emotionales Spiel. Ich kann mir kein emotionales Spiel ohne geistige Beziehung vorstellen. So, die 1 Promille von Menschen, die hier sind und dann zufällig die Lichtgeschwindigkeit des Selbstdarstellers Dietmar Möfs gefunden haben, die sind mir sehr willkommen, egal in welcher Weise. Sie können auch mit gehampeltem Türkisch-Deutsch oder sonst wie kommen. Ich versuche zu verstehen, was jemand meint und bin auch völlig demütig bereit, meine Lebenskraft und Zeit einzusetzen für die Kommunikation in diesen Sachen. Und zum Beispiel bezüglich der Piraten bedeutet das, die Satzungswerte der Piraten, da steht nichts drin von irgendeinem verschwiemelten Grundeinkommen, das keiner bezahlen kann, da steht auch nichts von Liquid Feedback drin, sondern da steht was von Bürgerrechten, von Freiheit und Selbstbestimmung drin. Und ich bin sozusagen dann eben ein Basispirat, der auch bei den Piraten viele Freunde hat und der aber in sozusagen Anbetung der Eigenständigkeit und der Alleinstellung wirklich auch wirkliche Feinde hat, denn ohne Feindschaft ist nicht vorzustellen, dass 1500 Leute in Neumünster freiwillig hinlaufen und jemanden, der wirklich Dank verdient, wie ich, als Rechtsextremist auf die Titelseiten der Medien, der Fernsehsender und so weiter zu bringen, wo es jetzt den Rest meines Lebens zunächst erstmal zu verbringen hat, bis nicht irgendwelche moralisch einsichtigen Piraten in Selbstverpflichtung daran arbeiten. Also meine Biografie beseitigen bei Wikipedia kann man, meine Biografie beseitigen kann man natürlich nicht, mich zum Rechtsextremen erklären kann man, das ist allerdings Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte, aber dass ich mich hier mit der Lichtgeschwindigkeit, solange ich das mache, auf meine Weise damit beschäftige, das dürfen Sie alle wissen. Und Sie werden alle namentlich in den Kakao gezogen, den Sie sich selbst angerichtet haben. Ich denke täglich mit Genuss daran und wie auch der Jesuit weiß, im ständigen freiwilligen Verzicht liegt ja auch die Stärke
Und wenn ich dann heute wieder darauf verzichtet habe, irgendjemand namentlich hervorzuziehen, mit seiner genialen journalistischen Tätigkeit oder seiner Politikertätigkeit und so weiter, dann können alle, die selber wissen, dass sie nämlich in Betracht kommen, froh sein für heute, aber morgen ist auch ein Tag und damit will ich jetzt übergehen zu dem Thema, das mir hier auch noch zu Gebote steht. Das ist nämlich die heutige Zeitungsauswertung mit dem Kölner Stadtanzeiger. Da komme ich jetzt mit einer Extra-Ausgabe zu Kölner Lichter, Feuerwerk unter Regenwolken. Hier, das ist von Montag, dem 16. Juli. Und dann die Süddeutsche Zeitung aus München, das muss man schon wissen, die den FC Bayern und den Franz Beckenbauer ja trotz der CSU-Nähe als SPD-Blatt immer mit auf dem Plan haben. Hier ganz groß, Fußball-WM 2006 angeblich gekauft. Das habe ich im Stichwort Beckenbauer ja bereits neulich angesagt. Und dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie immer, heute täglich, vom Montag, 16. Juli, mit der Überschrift UN-Angriff auf Tremseh in Syrien galt Gegnern des syrischen Regimes. Diese Darstellung in den deutschen Medien ist immer schief. So, ich komme gleich in meiner Echtzeitkommentierung und danke hier zunächst für die freundliche Anteilnahme an meinem täglichen Routineeingriff in die deutsche Kommunikation, die, wie alles, was Menschen machen, immer auch den Nebeneffekt der Selbstdarstellung haben. Ich hoffe, es ist mir gelungen und danke für die Aufmerksamkeit und liebe Freunde, Wiedersehen, liebe Feinde, ihr könnt mich gerne haben.